Gude, Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast, dem etwas anderen Podcast über die Frankfurter Eintracht. Mein Name ist Jörg. Das hier ist Folge 61 und mit mir heute, wie immer dabei, zum einen der Mulemeister. Einen schönen guten Abend, Markus. Mahlzeit, Männers, und Mahlzeit an alle da draußen. Auch wieder mit dabei und Mahlzeit in diesem Sinne und gute Frank. Einen gepflegten guten Abend. Und wer auch nicht fehlen darf, unser Master of Shoes, Servus Puffy. Grüße und Servus beinand. Wie geht's, wie steht's? Was tut sich bei euch? Eigentlich ganz gut, ich muss mal direkt Grüße loswerden. Und zwar hat meine Praktikantin mich gestalkt. Oh Gott, und hat ist das nicht normal andersrum? Hat blöderweise rausgefunden, aus einem unüberlegten Satz, als ich mit Mule am Arbeitsplatz telefoniert habe, dass ich irgendwie in so einem Podcast rumsemble. Und über den Adler-Podcast hat sie dann meinen Twitter gefunden und das finde ich jetzt tendenziell unangenehm. Nein, überhaupt nicht. Also, Grüße gehen raus an Paula. Du hast ja behauptet, du hörst es. Ich werde dich abfragen. Oje. Paula! Oje. Ja, ist gut. Wir werden jetzt Paula öfters einbinden hier in diesem Podcast, glaube ich. Paulana vielleicht, aber das ja, reicht das auch. Na, apropos Paulana, habt ihr gesehen, dass Jürgen Klopp für Erdinger Werbung macht? Alter, Jürgen Klopp, da gehört eigentlich Dortmunder, Hafelbier, whatever, aber nicht Erdinger. Freunde, was ist denn los in Erding? Hatte der sympathischer Kerl, aber das 0,0? Geht ja gar nicht. Der hatte doch für Bitburger 0,0, glaube ich, Werbung gemacht oder sowas. Und macht nicht der Kahn Werbung für Erdinger alkoholfrei? Alkoholfrei, ja, ja, sicher. Das ist auch richtig. Das ist halt, ich mag den Club. Der gehört aber nicht nach Erding. Das passt nicht. Naja, das sicher. Ich sollte das dann Profi machen. Da wird normalerweise geflogen. Ja. Ja, also genau, sollte uns wer zuhören von der Brauerei, der Puffy würde sich als Testimonial dafür zur Verfügung stellen. Ja, volle Kanne. Scheiß Weißbier. Müssten sie aber Eishockey, irgendwie so ein Eishockey-Tag draus machen, ne? Ja, aber der kriegt es halt als Eis am Stiel, mein Gott. Zum Lutschen. Ja, so ey, aus der Weißbier aber, zum Lutschen. Oh ja, oh ja. Habt ihr in dieser Erdinger Werbung mit dem Kahn gemerkt, da unterhalten sich ja so zwei, ich sag mal so jung bis mittelalter Typen, ja, und trinken das und dann so, wenn das kein Weißbier ist, dann bin ich Manuel Neuer. Und die zwei haben dann immer so gesagt, kennst du den, weißt du, wer das ist? Das haben sie mittlerweile rausgeschnitten, warum auch immer. Okay. Das fand ich eigentlich das Geilste von allen. Ja, aber das ist doch eigentlich der Clou der Werbung, oder? Das ist doch eigentlich die Aussage. Das ist genau Aussage. Der Punkt. Ja? Ja, klar. Komisch. Das ist genau der Punkt, aber das haben sie jetzt mittlerweile nicht mehr drin, was ich extrem das schade finde. Erdinger Weißbier, das ist heute Pracht, hat ein Rierteil, schmeckt uns beim Tag und bei der Nacht. Wir sind eine Dauerwerbesendung. Paula, aber falls du das hörst, sing es bitte so nach. Aufgabe. Ach komm schon, hey. So, jetzt aber, ist man mal gut drauf, dann passt es ja auch nicht. Aber wenn wir schon bei Werbung sind, die Eintracht hat einen Podcast. Also die Eintracht hat jetzt einen offiziellen Podcast. Ja. Yeah. Die Eintracht wird morgen einen Podcast haben. Naja, okay. Sie hat ihn ja schon. Es gibt ja schon einen Teaser von einer Minute oder so. Ja, richtig. Und den habe ich noch gar nicht gehört. Ja. Dann. Die Eintracht vom Main. Über iTunes oder online, also auf der Seite oder na, wo hast du den gefunden? Nee. iTunes, Spotify. Also ach, bei mir war es im Podcatcher drin. Ja, ist schon ein Podcatcher. Dann müsste ich es ja im Podcatcher erstmal catchen. Ja, das wollte ich gerade sagen, das hab ich nämlich auch noch. Dann catch the pot. Catchers, catch can. Ja, ui, das wird heute wieder ein sehr viele Titel incoming. Und unter was finde ich denn das eigentlich? Weil unter na, Eintracht Frankfurt Podcast finde ich ja den Eintracht Frankfurt Podcast. Nein, also ich habe Eintracht vom Main. Eintracht vom Main, offizieller Podcast. Ja, ich hab's doch. Hör mir zu. Eintracht vom Main, ja, da ist es. Das ist schon wieder so ein Doschenanne-Gebabbel, das ist ja unglaublich. Auf jeden Fall
sind da auch auf Twitter ein bisschen die Wogen hochgegangen. Mit, ah, ja, wie, warum kann man das machen? Weil es gibt doch schon einen Podcast und dann kam irgendwie, kam man irgendwie drauf, ui, es gibt schon zwei Podcasts und ja, eigentlich gibt es drei Freunde, die, ne? Eigentlich gibt es 12 oder sowas, wenn man jetzt ja, die Englischsprache nimmt. Genau, und, es gibt den Hey Eintracht Frankfurt Podcast noch. Dann gibt es ja auch irgendwas von, ist das von SGE Forever, glaube ich? Irgend so Ableger oder so. Haben die auf nicht jeden mal angefangen, Fall, aber durchgezogen haben die das doch nicht, oder? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das müsste man jetzt nachschauen. Aber ich meine, haben die uns eh nur kopiert. Es ist eh nur eine Handvoll, die es gibt, aber da kam halt, ja, dann sollte man denen, den es schon gibt, irgendwie ja, mehr Zugriff geben. Ganz ehrlich, also ich persönlich brauche das nicht und ich glaube, wir alle brauchen das nicht, weil dann können wir nämlich nicht mehr unabhängig sagen, dass ein Spieler irgendwie in unseren Augen nicht so toll ist. Stell dir doch mal vor, wie Investigate laufen würde, wenn ich mich hier gezügelt, gepflegt ausdrücken müsste, ohne über diesen verbiebten Hopp oder den verwiebten FC Bayern oder so. Also der Verein Rasenballsport Leipzig hat ein sehr gutes infrastrukturelles Problem geschaffen. Wie klingt denn das? Ja, ich hätte ja primär das Problem, ich dürfte nicht mal mehr Brausetante sagen. Nee, ich finde ja, das schon ganz gut. So, die aber geil. Ihren, was? Was ist geil? Nein, sag. Ey, wenn ich da jetzt reingucke, das Ding hat noch nicht mal angefangen. Genau, und richtig. Hat schon 3 Bewertungen mit 5 Sterne, da kotze ich im Strahl. Das nee, darfst du jetzt aber nicht sagen. Nein, also heute in der Früh war noch nichts. In der Früh war noch keine Bewertung drin. Ey, die haben jetzt eine Minute gesülzt als Nullnummer und da sind 3 Bewertungen mit 5 Sternen drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da merkt man ja schon, dass es irgendwie busy. Haben wir sie gekauft vielleicht? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch unsere eigenen Bewertungen schreiben. Dann haben wir sie auch. Ja, dann mach mal die, ja, ohne die Grundschule hätten wir fertig. Ja, 2,0 im Schnitt. Ja, was ich halt trotzdem geil finde, dass sich halt viele drüber aufregen und es gibt noch nicht mal eine wirkliche Folge. Ja, das kann nur scheiße sein und bla und. Also, ich werde es mal anhören. Und mein Gott. Ich sehe halt das Problem, dass man da so ein Fass aufmacht. Ich check's nicht. Ja, ich sehe das Problem auch nicht. Es muss einen offiziellen Podcast geben, es ist auch in Ordnung. Da wird es auch um andere Themen gehen, die werden andere Gäste da haben. Da wird es vielleicht mal auch das eine oder andere Mal um die Politik gehen und wie auch immer. Aber dafür berichten die, glaube ich, anders. Wir sind unabhängig, ja. Ich glaube, jeder hat so seine Stilrichtung. Vor allen Dingen die Motorsägen. Zum Beispiel. Oh Gott. Genau. Ein 50er und ein 80er, ne? Genau. Nee, aber im Endeffekt ist das, glaube ich, schon ganz okay. Hört ihn euch an. Ja, und wie gesagt, jeder hat seine eigene Stilrichtung und deswegen so, passt das, glaube ich. Solange ihr uns weiterempfehlt, dürft ihr den noch hören. So. Ich glaube, die werden ganz andere Schwerpunkte haben. Die werden irgendwie die Einbindung ins Kulturleben haben. Die werden Eintrachtgrößen holen, von denen wir nur träumen können. Werden sicherlich auch aus dem e.V. berichten. Da können wir natürlich sagen, wir waren Erster. Aber am Ende des Tages, ich glaube, die Formate werden alle nebeneinander bestehen können, ohne dass einer dem anderen Zacken aus der Krone bricht. Ja, ich habe zum Puffy heute gemeint, das ist im Endeffekt nichts anderes wie Eintracht TV zum Hören. Mehr wird es nicht sein. Ja, und muss Puffy es ja auch nicht. Na, reicht ja, du willst ja den Verein präsentieren und nicht drüber reden, genau, ob das Spiel gut war, weil dafür kannst du dir die PKs anhören. Also. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Ich glaube, wenn jetzt Peter Fischer kommt. Der kommt? Dann hörst du hast ihn organisiert? Dann hörst du. Hey, klar. Ja, ob der kommt, weiß ich nicht. Vielleicht ist er anwesend. Also, ne? Nee. Peter. Wenn Peter Fischer kommt, hört sich jeder an, weil du willst einfach ein paar Hintergrundstories hören und dafür ist das Ding, glaube ich, ganz gut. Deswegen also Peter, wenn du das hörst, nein, ich das lass mal. War ich in der Eishockey-Abteilung, wolltest du sagen. Genau. Ja, aber da wir unabhängig sind, darf ich das ja sagen. Ja, Puffy, du als ehemaliger stellvertretender Abteilungsleiter.
erzähl mal, wie war denn das früher so? Ja, super. Hat Spaß gemacht, ja. Nein, also wie gesagt, hört euch das auch ruhig an. Wir haben absolut kein Problem damit. Wir sind froh damit, dass wir reden können, wie wir glauben, wie wir wollen. Und gut ist. So, jetzt haben wir das untergebracht. Jo. Ja, Eishockey ist die Woche ganz viel passiert, Puffy. Danke für deinen Kommentar. Gehen wir mal zum Fußball rüber, hätte ich gesagt. Die FIFA und die UEFA haben irgendwie ein bisschen geplaudert und sich gedacht, so, jetzt haben wir endlich die ganzen Champions League und Euroleagues fertig. Jetzt können wir ja ein paar Regeln machen für die Nationalmannschaften. Da haben sie irgendwie miteinander gesprochen und mit dem Ratsausschuss der FIFA beschlossen, dass wenn ein Spieler oder wenn eine Mannschaft zwingend in Quarantäne muss oder Selbstisolation von mindestens 5 Tagen beim der Ankunft an dem Spielort oder es eine Reisebeschränkung ab oder zum Spielort gibt oder wenn eine Behörde kein spezifisches Ausnahmeverfahren irgendwie oder eine Bewilligung erteilt, ja, dann muss die Mannschaft gar nicht hinfahren. Also schön, dass sie da jetzt drauf kommen, wo die unwichtigen Spiele sind. Finde ich schwierig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Problem ist halt, dass das keine Sau interessiert. Ganz ehrlich. Wen interessiert denn momentan die Nationalmannschaft mal im Ernst? Keine Ahnung, anscheinend doch die ganzen Coca-Cola-Jungs und sowas. Aber was ich halt schräg dran finde, ist, die da... Die wohnen ja auch noch bei ihrer Mutti. Ja, aber da machen sie auf einmal so ein... Oh, und da kann man jetzt, aber dann, da muss man schauen, da kann man jetzt vielleicht gar nicht hinfahren. Wäre das die fucking Europa League? Da wäre das doch vollkommen egal, wegen der Scheißkohle. Das finde ich... Ja. Interessant. Naja, der Supercup soll doch auch wieder mit 30% Zuschauern stattfinden, oder? Ja, das wären in dem Puskás-Stadion oder Arena, wie das Ding jetzt heißt, wären das bis zu 20. Puskás. Puskás. Dann ist das in Ungarn oder was? Ja, in Budapest. Budapest. Und das wären dann maximal 20.100 Leute. Was schon mal eine ganze Menge ist. Ich glaube, Gladbach testet jetzt mit 300 oder sowas beim nächsten Testspiel. Hm. Wie sie das mit Anfahrt und Wegfahren und im Stadion dann regeln. Und Also ich meine, sie haben ja jetzt tatsächlich, das hat man ja vielleicht mitbekommen, weil es tatsächlich auch in den Nachrichten war, diesen Test gemacht mit diesen 3 Tim Bensko-Konzerten, ne? Man muss es ja nicht hören, ja. Aber sie haben unter sehr klinischen Bedingungen in Leipzig 3 verschiedene Abstandskonzepte, Laufwegekonzepte, Hygienekonzepte für Großveranstaltungen probiert. Wirklich unter wissenschaftlicher Aufsicht mit Vernebelung, um zu gucken, wie sind denn hier die Luftströme bei sowas. Sollten die Leute... In welchem Abstand sollten die sitzen? Haben alle einen Tracer um den Hals bekommen, um zu gucken, wie sind denn genau die Laufwege? Wie begegnen die sich und so? Da waren alle vorher negativ getestet. Das fand ich schon mal interessant. Hatten alle eine FFP2-Maske auf und wie gesagt, diesen Tracer um den Hals baumeln. Ich bin echt gespannt auf die Ergebnisse, sage ich ganz ehrlich. Weil das wird auch Einfluss auf solche Veranstaltungen wie eben Konzerte haben. Jetzt war das in einer Halle, ist auch klar, sonst kriegst du ja diese klinischen Bedingungen gar nicht hin, gerade was Luftverwirbelung und so angeht. Aber für Open Airs wird es ja dann auch nochmal interessant zu sein, aber eben vielleicht auch für Fußballspiele. Und wir werden ja dieses Jahr kein einziges mehr im Stadion zu sehen bekommen. Ja, das ist ja mehr oder weniger heute beschlossen worden. Korrekt, bis Ende des Jahres, beziehungsweise Ende November, je nachdem, wie wir es sehen. Also da wird dieses Jahr nichts mehr passieren. Dieses Jahr können wir damit rechnen, dass keiner mehr
als Zuschauer in ein Stadion reinkommt. Glaube ich auch. Bin übrigens mal wieder da, ne? Ach, warst du weg? Peter hat es gehört, so hat den wahrscheinlich gleich rausgeworfen. Ja, wollte gerade sagen. Ja, der hat wahrscheinlich nee. so einen Unterbrecherknopf. Genau. Nee, ich war kurz weg, ich habe irgendwie keine Verbindung gehabt und bin da wieder eingestiegen irgendwo, wann, was war, wo was mit Zuschauern war, keine Ahnung. Aber irgendwo, wo was mit Zuschauern war. Und du bist ja, gerade ein bisschen zum Schluss spannen. Bist gerade halt ein bisschen leise, aber ansonsten sprich noch ich glaube, weiter. Ich glaube, bei mir kommt er nochmal. Bis zum Ende des Jahres auch keine Zuschauer drin haben, kann ich mir nicht vorstellen. Was, wie du ja vorhin schon gesagt hast, für den Fußball schlimm ist, aber für sehr viele anderen Ligen im Bereich Eishockey, Handball und so weiter viel, viel schlimmer ist, ne? Also, ich habe das vorher schon mal gesagt und ich habe heute auch ein paar Interviews von verschiedenen Geschäftsführern der verschiedenen Ligen gehört. Und wenn das wirklich so weitergeht und wir haben bis Anfang nächstes Jahr, erstes Drittel nächstes Jahr, keine Zuschauer, dann wird es ein Ligensterben geben, weil das hält keiner aus. Das kann auch keiner mehr finanzieren. Das kann weder die Basketballliga finanzieren, noch die Handballliga, noch die deutsche Eishockeyliga. Also dann sind wir sprichwörtlich auf ganz dünnem Eis und ich glaube dann, dass wir echte Probleme kriegen und das wird sich nicht nur in der DEL so reinziehen, sondern es zieht sich in die DEL 2 rein, in die Oberliga, in die Regionalliga. Das wird kleinere Vereine betreffen. Das ist nicht so witzig. Der Fußball, klar, der Fußball macht miese, aber der Fußball hält es aus, weil er halt andere Einnahmequellen hat. Das haben diese Sportarten einfach nicht, um zu überleben. Das muss man einfach so sagen. Naja, Einnahmequellen, wenn man sich jetzt überlegt, da kommen wir ja dann sowieso noch hin, wie viel Einbuße man hat bei der Eintracht pro Spiel. So wenig ist es jetzt aber auch nicht. Ja, aber du kannst es vielleicht kompensieren. Natürlich hast du Probleme und natürlich verlierst du pro Spieler so und so viele Millionen. Aber am Ende des Tages kannst du über TV-Gelder und solche Geschichten das vielleicht noch ein bisschen ausgleichen. Natürlich wird es Minus werden, aber wir reden hier nicht von Minus, sondern wir reden hier von, dass Ligen kaputt gehen. Und der deutsche Fußball wird mit Sicherheit nicht dran sterben, wenn es jetzt bis nächstes Jahr keine Zuschauer im Stadion gibt. Aber andere Ligen, das wird ganz knappes Höschen. Ja, aber glaubst du, dass so viele Ligen sterben? Ja, wenn du von Zuschauereinnahmen lebst und du kannst nicht spielen, weil du keine Zuschauer ins Stadion bringst, wirst du es nicht überleben. Ganz einfache Rechnung. Fakt. Und die DEL, da gab es jetzt ein sehr schönes Interview mit dem Gernot Trippke und mit dem Geschäftsführer der Kölner Haie. Und da ist auch zu hören, die fliegen im Moment Blindflug. Es weiß keiner. Und wenn du wirklich von den Zuschauereinnahmen lebst und du hast keine Zuschauer, überlebst du nicht lang. Das ist Fakt. Wann geht denn die Eishockey-Liga wieder los? Wann soll das losgehen? Normalerweise September, ne? Offiziell 13. November jetzt. Also normalerweise immer so September, aber 13. November soll es wohl so sein. Man könnte vielleicht 1, 2, 3 Geisterspiele überbrücken, das würde man finanziell hinkriegen, aber alles andere wäre Ruin, muss man ehrlich sagen. Also das ist Fakt. Ja, aber jetzt mal eine blöde Frage. Wenn man gar nicht spielt, muss man doch die Spieler trotzdem bezahlen. Richtig. Weil das würde ja bedeuten, wenn ich gar nicht anfange, und die Spieler kriegen doch nicht nur Antrittsprämien, oder? Nein, die kriegen Torprämien. Die kriegen doch auch ein Grundgehalt. Und das läuft doch, ob ich im November anfange, im September oder im Februar. Ja, normalerweise geht so ein Vertrag, 8 Monate. Weil in der Regel brauchst du, einen Spieler brauchst du von, sagen wir August bis April. Sagen wir jetzt mal, einfach nur mal eine Zahl. So, und normalerweise fängt der Vertrag dort an und endet dort. Deswegen müssen ja auch viele deutsche Eishockeyspieler nach der Saison zum Arbeitsamt, um sich finanziell da einfach ein bisschen zu helfen. So, natürlich kannst du jetzt Kurzarbeitergeld beantragen. Also soweit ich jetzt weiß, sind alle Spieler auch in Kurzarbeit. Das heißt, die bekommen Hilfe und so weiter. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist ja auch, keine Spiele, keine Sponsoren. So,
beim Fußball ist es so, du spielst im Fernsehen, da sieht man die Sponsoren bezahlen. Im Eishockey sieht man nichts, also bezahlen auch die Sponsoren nicht. Das heißt, du bekommst da schon keine Kohle. Und das ist ja mit der springende Punkt. Krass. Weil wenn du jetzt die Metzgerei Ule Meier bist, sponsorst mit 8.000 Euro im Monat. Ule Meister. Sponsorst mit 8.000 Euro und freust dich, dass jedes Mal im Fernsehen dein Logo hinten erscheint mit Bäckerei Ule Meister. So. Ich bin Metzger. Metzgerei und Bäckerei Ule Meister. Vegetarian Butcher ist er. So, keine Spiele, kein Fernsehauftritt, keine Spielergehälter, keine Sponsoren. Also es ist schon eklatant und ich glaube, dass es richtige Probleme geben wird. Ob jetzt reihenweise ja. Leben sterben, das sei dahingestellt. Das ist also jetzt gibt es ja Eishockey, DEL vielleicht mal noch im Fernsehen, Sport 1, Eurosport, irgendwas. Aber überleg mal, Volleyball, Handball, gut, Handball kommt mal sonntags vielleicht noch, wenn sie viel, viel Glück haben, irgendwie in der Live-Übertragung. Ja, dann wird das schon mal nix. Das Einzige, was dieses Jahr dann stattfinden kann, ist die Skisaison, weil die sind ja immer alleine auf der Piste. Ja, das ist einfach. Aber dann so. Klimawandel überall. Haben wir ja keinen Schnee mehr, fällt also auch aus. Nee, aber das ist wirklich so. Wenn du nicht im Fernseher erscheinst, bekommst du halt keine Kohle. Das ist Fakt. Und deswegen kämpft halt der Eishockey oder das Eishockey, das Basketball, das Handball, die kämpfen halt einfach jedes Jahr um ihre Fernsehrechte. Dass die mal einen Platz kriegen, weil dann gibt es Sponsorengelder. Wenn du Sponsorengelder hast, bringst du die Liga weiter, aber die hast du halt nicht. Ja, ich glaube jetzt, okay. Wie gesagt, auch nicht, dass es ein extremes Ligensterben geben wird, aber es wird extrem schwer für die ganzen Sportarten werden, wirklich. Weil wenn die ganzen Spieler hier auch nichts verdienen, dann spielen die woanders. Das ich wollte sagen, das haut doch das gesamte System wieder 20 Jahre in die Vergangenheit zurück. Ja. Durch diese ganze Geschichte. Alles, was aufgebaut ist, geht jetzt mehr oder weniger den Bach runter und du fängst wieder da an, wo du vor 20 Jahren gestanden hast. Genau. Krass. Und da ist es beim Fußball einfach das kleinste Problem. Das ist so. Das ist so, weil ich weiß, weil ich eine Eishockey-Abteilung führe, weiß ich, wie es dazugeht. Und der Fußball hat Probleme, ja, gebe ich zu. Die machen Minus, aber sie werden sie überleben. Da wird der eine oder andere ein bisschen weniger verdienen. So, aber das ist jetzt nicht das Problem, glaube ich. Ja, sondern gut, du spielst Problem. Du spielst ja jetzt mit deiner Eishockey-Mannschaft in der Liga, wo jetzt, ich sag mal so, jetzt nicht der unglaubliche Zuschauermagnet ist, ne? Also, was? Wenn man jetzt davon. Ja, die fünf Mann, die da kommen, die zahlen ja nicht mal, ne? Aber von daher. Aber so eine DEL-Mannschaft, die dann darauf angewiesen ist, dass 20.000 in die Halle kommen, dass du die Einnahmen hast, die natürlich auch viel mehr an Spielergehältern zu zahlen hat. Gute Masche. Aber Mule, ich meine, du kompensierst deine Anwesenheit ja dann mit einem Abzieher. Ja, eben, ich arbeite ja dafür, dass ich zugucken kann. Ne? Genau, ich hatte jetzt auch extra schon mal zur Seite gelegt, so einen Verlängerungsstab vom Tapezieren und vom Malen. Das ist geil. Den kannst du dann drauf machen. Da kannst du wirklich von ganz oben bis ganz unten das Ding runterzerren. Ich bin begeistert, Frank. Ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Mach für dich einen Eintrachtaufkleber drauf. Ja, traumhaft, ja. Vielleicht solltest du noch irgendwie Inline-Skates kaufen, weil dann kannst du ganz elegant so mit den Rollerskates da rumfahren oder Rollschuhe, noch besser. Ja, es geht leider nicht so im Kreis. Da kommt da immer nur hinten um die Hintertorbande. Ja, mach das schon. Du musst halt elegant drüber hüpfen. Zwischendrin muss ich über die Bänke drüber springen. Das ist ein bisschen doof. Oh. Ja, ich arbeite fürs Zugucken, so ist das nicht, ne? Im Gegensatz zu Frank, der setzt sich nebendran und guckt mir zu, wie ich arbeite. Tja, irgendwer muss dich delegieren, oder? Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja, hätte ich mal was Anständiges gelernt, ich Idiot. Ja, es muss Unterschiede geben, weißt du, wie das ist? Ja. Ja, aber jetzt mal was anderes. Waren wir jetzt gerade nicht irgendwie bei Zuschauern und Zuschauer, wie sieht's denn jetzt aus? Also die Regierung sagt bis Ende November oder was? Jo. Sorry, ich frage nochmal dumm nach, weil ich vorher einfach weg war. Ich habe das gelesen, sprich Söder sagte also definitiv bis Ende November wird
kein Mensch in ein Dings gehen und danach setzen sich wieder zusammen und gucken, was möglich ist. Ja, okay, kann aber klar. Regional abweichen, wenn dort irgendwie ein bisschen weniger Corona ist. Dann ja, geil, gell? Kann man da auch spielen. Weiß man, was ist das für ein Blödsinn? Ja, überhaupt. Ne, Veranstaltung ist gerade nichts. Ja. Ja, Veranstaltungen können stattfinden. Das fand ich sensationell. Wenn dort in der Region gerade eine sehr, sehr, sehr geringe Fallzahl ist und dieses und ist das, so wichtig. Genau, das und ist wichtig. Wenn man es gewährleisten kann, dass auch nur Zuschauer kommen aus dieser Region oder umliegenden Regionen, sofern sie auch so eine niedrige Fallzahl haben. Klar. Das heißt, Frankfurt sagt dann, hör schon mal, Saarbrücke, da ist nix. Wir machen unser Heimspiel in Saarbrücke. Darfst du aber nicht hin, weil du bist aus Frankfurt. Ach, ich wollte gerade sagen, wenn du aus Saarbrücke bist. Saarbrücke. Geh mal nach Saarbrücke. Saarbrücke ja, und doch, gucke mal Spiel auf. Saarbrücke. Saarbrücke. Ich kenne nur Saar 5. Ich find's traurig, dass wir nicht nach München können, ne? Was willst du denn in diesem Schwammerlstadion? Ja, mein Gott, aber gegen 1860 wäre mit Puffi nach München gefahren, ey. So eine Kacke, ey. Ja, das wäre geil gewesen. Das riecht mich schon wieder. Wenn man sich grün gefahren. Vielleicht hast du ja Glück, dass da irgendwie nichts ist. Kein Corona ist. Ey, fällt aus wegen Oktoberfest. Ganz kurz hier ins Stadion zum Grünwalder. Machen wir hier kurz Corona aus, schnell. Ja. Soll ich da mal draufdrücken? Soll ich da mal draufdrücken? Ja, mein Gott, ist halt so. Ja, aber es ist halt trotzdem schräg dieses Jahr, wenn da nichts ist und wenn man, das ist so. Das Jahr ist scheiße, weil du kannst nichts planen. Aber das gleiche Problem. Das kam einfach weg. Das gleiche Problem ist gestern in Österreich auch aufgeploppt, weil da heißt es auch, ja, okay, maximal 1250 Zuschauer, so testweise, sollen dann zugelassen werden, jetzt ab übernächster Woche. Aber die Stadt Graz hat gemeint, no, also bei uns ist alles okay, also wir können hier ruhig mal mit 50% anfangen. Was? Bei uns ist kein Corona. Was geht so? Wir haben aber nichts hier. Also, Graz, tolle Stadt. Puffi, Sie kennen sich aus. Ja, ich kenne mich aus, hab da gewohnt. Ja. Vielen Dank auch. Ja. Ja, also da ist genau das Gleiche. Also da entscheidet auch jeder, wie er lustig ist. So, also heute Morgen stand da minus 0,1%. Ich glaube, wir sind safe. Läuft. Also ich bezweifle ja ganz ehrlich, dass da bis Februar sich überhaupt irgendwas tut, was irgendwie normal ausschaut. Das geistert ja auch irgendwie auf, oder zumindest ist auf Twitter rumgegeistert, so ein angebliches Schreiben, was irgendwie die Fanclubs teilweise gekriegt haben sollen von der Eintracht. Vielleicht weiß der Frank da irgendwas drüber. Wie das ausschauen könnte mit Stadionbesuch, das quasi Einfahrtszeiten gibt, wo du einen Slot hast, wo es heißt, okay, zwischen 12.15 Uhr und 12.18 Uhr darfst du reinfahren, zwischen 12.20 Uhr und 12.23 Uhr durch Tor 47 musst du also rein, bist du zu spät, Pech gehabt. Es würde Karten geben, jeder Karte würde ein fester Eingang zugeordnet, eine feste Anreisezeit zugeordnet. Natürlich keine Stehplätze, kein Alkohol, keine Garantie auf einen festen Sitzplatz, wie zum Beispiel der Dauerkarte. Im Gegenteil, eher sogar die Wahrscheinlichkeit, jedes Mal woanders sitzen zu müssen, etc. etc. Am Sonntag gab es ein Fanclub-Treffen im Stadion. Ich habe jetzt leider vom Vorstand keinen mehr interviewen können bei uns, was da eigentlich geredet worden ist. Aber ich glaube, der Eintracht-Podcast hat es gestern auch mit drin gehabt. Also Axel muss lang gesprochen haben, kann er ja gut lang reden. Muss aber auch mal dargestellt haben, dass es doch ertragsmäßig eine ganz schöne Misere ist und das Budget ordentlich nach unten geht. Aber ja, also ganz ehrlich, man wird einfach sehen müssen, mit welchem Konzept sie jetzt durchkommen. Im Moment können wir noch, ja, wie wir jetzt wissen, 4 Monate uns den Kopf heiß reden. Es weiß keiner, wie es dann in der Praxis aussieht, weil mal ganz ehrlich jetzt, wenn das wirklich im Dezember ausgerechnet losgehen würde oder sagen wir mal nach dieser nicht vorhandenen Winterpause Mitte Januar,
mitten in der Erkältungs-, Grippe- und sonst was Zeit. Ja, ganz sicher werden da Leute ins Stadion kommen. Am Arsch die Räuber. Also, Frank, ich habe die dumme Befürchtung, das wird diese Saison nix. Bis dahin ist Corona eingefroren. Bis dahin haben wir doch den Impfstoff vom Hopp. Hat er doch gesagt. Im Herbst kommt er. Hopp. Aller Hopp, wie man in der Pfalz sagt. Aller Hopp, verpiss dich. Ach Gott. Ja. Aber man hört auch nichts mehr, ne? So vor ein paar Monaten gab es noch, hey, die ganze Welt arbeitet dran, Vollgas und Feuer und juhu. Hättest du letzte Woche aufgepasst, dann würdest du wissen, dass die Russen was Tolles haben. Ja, die Russen. Weiß halt nur keiner. Ja. Kannst du haken. Also, dann wird, ob der Impfstoff dann jetzt was bringt oder nicht, keine Ahnung. Also im Moment ist ja noch nicht mal wirklich geklärt, wie lange eine gegebenenfalls vorhandene Immunisierung überhaupt anhält. Ob es da ist, und es scheint sehr, sehr, sehr individuell zu sein, ob das der Fall ist und wie lange. Und das würde ja für einen Impfstoff am Ende des Tages auch gelten. Also, ich weiß noch nicht so recht, ob das Seelenheil wird. Es reicht ja schon, dass er anfängt anscheinend zu mutieren. Ja, dann hast du Pech, entwickelst und dann peaks und dann sagte der Virus, ja, das war die letzte Version. Entwickelt dir weg. Eben nicht mehr, mein Freund. Ja, in Holland haben sie jetzt die ersten Fälle von Wiederansteckung, ne? Na, wo nett ist hier die Frage. Ja, ich meine jetzt halt, die es schon mal hatten und wiedergekriegt haben. Ach so. Also von daher, Aha. Ja. Schlechtes Zeug geraucht. War klar. Ich weiß nicht, ob es Holland oder Belgien war, auf jeden Fall in dem Bereich da. Das ist aber da frage ich mich mal ganz ernsthaft. Wenn ich die Scheiße hatte, wieso habe ich denn nichts draus gelernt und setze mich dem Risiko wieder aus? Naja, wahrscheinlich, weil sie glauben, wenn ich es vom Hören sagen, na, wenn du das gehabt hast, dann kriegst du das. Genau. Dann fahrt doch mal alle nach Berlin und macht eine lustige Demo und dann sehen wir weiter. So sieht's aus. Ja. Ja, wir sind mal alle gespannt. Ich meine, ich komme sowieso nicht ins Stadion, aber es ist halt echt mühsam, weil egal, was du da liest, du weißt nicht mal, ob das in einer Stunde noch aktuell ist. Richtig. Aber es gab ja jetzt auch, um mal auf die Eintracht zu sprechen zu kommen, durch diesen Zuschauerausfall gab es ja dieses Interview mit dem Oliver Frankenbach, der gesagt hat, ohne Fans wird es ein Horrorszenario. Ne? Also wir verschlieren pro Heimspiel ohne Fans, verliert die Eintracht 2,5 Millionen Euro. Und die rechnen in der neuen Saison mit Umsatzeinbußen von 60 bis 80 Millionen Euro. Und haben jetzt erstmal natürlich haben den Umsatz, den erwarteten Umsatz halbiert von 280 auf 140 Millionen. Da sind 100 Millionen drinne von unseren Verkäufen. Das ist klar, die kannst du abziehen, dann sind es immer noch 175 Millionen. Und den Rest, den du halt weniger hast, das sind tatsächlich die fehlenden Zuschauer. Darauf geht das zurück. Das heißt, ja, jetzt ist aus den 280 halt nur noch eine Erwartung von 140 Millionen geworden. Was mal kurz die Hälfte ist. Ja, aber hast du dir was anderes erwartet? Das ist das gesamte nicht, Budget das von der Kölner Haie. Ja, gut. Super. Gott. Freunde, ja, erster Verein weg. Ja, das sind Probleme, aber das sind keine richtigen Probleme. Ich ja, natürlich schon. hast du beim Eishockey ganz andere Probleme, als natürlich jetzt in der Fußball-Bundesliga hast, weil du hast immer noch die ganzen Fernseheinnahmen in der Bundesliga, die hast du beim Eishockey dann eben nicht. Ja, das ist schon ich klar, verstehe aber das. Letztendlich das ist scheiße, das verstehe ich auch und das ist auch echt kacke. Geht mir ja auch so, als Adlerträger fiebert man ja mit und das ist natürlich schon scheiße, wenn die Kohle flöten geht. Aber das sind halt in der Situation, die wir uns befinden, keine echten Probleme. Es sind Probleme, aber... Du, ich glaube auch, dass es da andere, auch an Bundesliga-Mannschaften gibt, die viel größere Probleme haben als wir. Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich immer noch relativ gut aufgestellt für die ganze Scheiße, die da gerade läuft. Da gibt es ganz andere Mannschaften, die wahrscheinlich viel, viel größere Probleme haben. Schalke und wie sie alle heißen. Aber nichtsdestotrotz, Schalke, gutes Stichwort. Sonntag habe
Ich weiß gar nicht, bei welcher Gelegenheit. Ich glaube, ich war am Kochen. Kam dann so eine Ankündigung gleich in der ZDF-Sportreportage, Schalke, also die Zeit nach Tönnies auf Schalke. Das war wie ein Déjà-vu. Das ist mir runtergegangen wie Öl. Es war genau der Take, was die Darlehen angeht, was das Sponsoring angeht, was die Konzentration auf die Einzelperson angeht, etc., etc. Sehr, sehr schön aufgearbeitet, natürlich mit vielen, vielen Bildern und so weiter. Und ich hab mir nur die ganze Zeit gedacht, yes, so sieht's aus, Freunde. Das ist genau das, was wir im Investigativ auch diskutiert haben. Also kam am Ende des Tages genauso auch raus und rüber. Schalke ist, kannst du haken, ey, die haben jetzt für geschenkt den Ibisevic übernommen. Ja. Gratuliere. Weil sie nichts anderes haben. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Das ist, also, I don't know. Das ist schon so ein Ding. Ich meine, klar, sagst du, die Ibisevic, oh, guck mal, und dann überlegst du, ey, der ist 36, der hat gefühlt irgendwie letzte Saison 12 Spiele gemacht, hatte von mir aus auch 9 Assists, aber halt bei Hertha, ne? Ist denn nicht eher durch Videos dann aufgefallen? In der Kabine? Er hat das Video nicht gedreht, ja, er war nur. Ja, er war dabei, gemacht. Er war nur ich Statist. Weiß, Er war nur Statist. Ich bin sowieso mal gespannt, wie sich das in der Saison dann darstellt. Ich meine, du kannst ja gar nichts sagen, du weißt überhaupt nichts. Wie wird sich jetzt diese gesamte Transferphase zeigen? Klar, es gibt immer noch Mannschaften, die können kaufen, es gibt Mannschaften, die können nicht kaufen, es gibt Mannschaften, die müssen abgeben, damit sie überleben. Und ich bin echt mal gespannt, wie sich das auf die neue Situation, auf die neue Saison dann auswirken wird. Da wird es Mannschaften geben, die du vielleicht jetzt nicht als Absteiger auf der Uhr hast, die aber einfach nicht anders können. Weil die einfach dann mannschaftsmäßig so ausgedünnt sind, dass sie den Arsch nicht hochkriegen. Und so gesehen, wenn wir, so schlecht ist unser Kader ja gar nicht, wenn du das durchgehst, wenn du dir das gerade so anguckst. Klar, da ja vielleicht noch einer fürs kreative Mittelfeld oder so, aber auch ohne den wird es funktionieren. Ja, aber schau doch mal. Also, ne, wenn du dir die Namen so anguckst, mit Hinteregger, mit Zuber, auch wenn du das jetzt nicht hören willst. Ich hab nichts gegen Zuber. Mit alles gut. Vorne, also Dost nehme ich mal raus, weil also die PK die Woche war ja schon wieder zum Abgewöhnen, ehrlich gesagt. Hallo, das waren 8 Minuten dicke Eier und nichts dahinter. Ey, 8 Minuten, dafür machen die eine PK, da war die Vorbereitung 4-mal so lang. Nicht bei uns. Anyway, aber ne, vorne Paciencia und Silva und ja, von mir aus Dost. Ache jetzt, und der macht ja richtig Alarm, der Ache. Stabiles Mittelfeld mit einem Chor, der sich entwickelt, mit einem Rode, der mal über seine Leistung noch hinausgeht. Die Mannschaft ist fürs Mittelfeld nicht schlecht. Also wir sollten mit so einer Mannschaft mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ja. Aber damit greifen wir auch nicht die oberen Plätze an, sondern ordnen uns da ein, wo wir eigentlich eher hingehören. Das heißt, die Frage ist ja eher so 8 bis 11 herum. Ja, realistisch, ja. Ja gut, dann kann ja immer mal was passieren, dass du noch einen Schlenker nach oben hast und dann bist du plötzlich wieder auf 6 oder so. Ne? Das steckst du ja nicht drin. Das kann ja passieren. Aber ich denke mal, auch wenn wir sagen 8 bis 11, dann sind wir immer noch für dieses Scheißjahr auf der sicheren Seite. Da gibt es andere Vereine, denen geht mit Sicherheit der Arsch viel mehr auf Grundeis. Ja, und wenn Danny da Costa auf der rechten Seite wieder sein altgewohntes Bild findet, dann sind wir auch Sechster. So. Ja, ich denke, wir sind tatsächlich relativ safe für die Saison, die kommt. Wenn wir nicht noch was, weiß ich, großartig natürlich an Stützen verlieren. Ja, wir sollten das jetzt halt nichts mehr abgeben, ne? Im Zweifel, ja. Ja. Ja, aber das fängt ja schon bei Kamada an, der ja irgendwie dank seines Berater-Clans da irgendwie überhaupt nichts weitermacht. Und da kannst du, glaube ich, jetzt auch nicht ewig warten. Ja, aber aber was willst du machen? Für wie viel haben wir den gekauft? 1,5 Millionen. Irgend sowas, ja, also nicht wirklich. Also er hat ja tatsächlich nicht viel gekostet. Ne? Jetzt musst du überlegen, was machst du? Abgeben jetzt, ich glaube nicht, dass du den Preis kriegst, den du haben willst. Gut, du hast halt nur 1,5 Millionen bezahlt, das heißt, du machst so oder so Gewinn, aber ich meine, ich verstehe halt diesen Typen nicht. Der hat doch
so viel hat er nun auch nicht gerissen. Okay, er hat in der Europa League geil gespielt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er jetzt Angebote kriegt, weil er da im Schaufenster stand. Und die sich halt nicht die Bundesliga angeguckt hat, sondern die Europa League-Spiele, wo er halt geglänzt hat, wo er Chelsea zwei Dinger geschossen hat und so weiter und so fort. Aber dem noch ein Jahr zu geben bei Frankfurt, dass der noch, oder zwei Jahre, dass der noch den Schritt, weiteren Schritt nach vorne macht, ich verstehe es halt nicht. Wie kann ein Berater sagen, du, pass mal auf, jetzt aber Kohle einsacken, gerade in der Zeit, die wir haben. Verstehe nicht. Ja, aber das ist ja deren Job, den irgendwelche Luftschlösser zu malen, weil die profitieren von jedem Wechsel. Ein Berater hat nur wenig Interesse dran, dass ein Spieler zu unveränderten Bedingungen beim selben Verein ist. Ja, diese Fluktuation kommt da her. Da macht er jetzt die schnelle Kohle mit Kamada, mit seinen 3%, die er da hat. In zwei Jahren würde er das Dreifache an Kohle machen. Ja, aber so weit denken die nicht, ne? Das ist halt so. Das ist, ganz ehrlich, du gehst ja auch nicht hin und sagst, wissen Sie was? Kaufen Sie mein Produkt bitte erst in 5 Jahren, weil da kriege ich nämlich mehr Provision. Du verkaufst es ja auch jetzt. Das ist ja mein Scheißvergleich. Das möchte ich hier mal erwähnen. Naja. Also mal ganz ehrlich, wenn ich Berater bin von einem Spieler, dann versuche ich zu sehen, dass ich mit dem Spieler das möglichst größte Geld verdiene. Und wenn ich sehe, okay, der ist jetzt bei einem Verein, wo er ständig spielt, wo er eine tragende Säule werden kann und in 2 Jahren nach England geht für das 10-fache von dem, was ich jetzt für ihn kriege, dann lasse ich den noch 2 Jahre da spielen. Dann esse ich halt zwei Jahre Toastbrot. Das ist das. Das ist, ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Job, Freunde. So, jetzt kommt's. Pass auf. Jetzt kommt's. Schuhe. Wenn ich einen Neukunden habe und der hat Potenzial für 1000 Paar, so, dann bin ich im ersten Jahr so gallig und verkaufe dem gleich mal 1500 Paar, weil es so geil ist. So, dann kauft der nächste Saison aber nichts mehr. Und genauso ist es nämlich auch mit Spielerberatern. Sowas musst du einfach langsam aufbauen. Und entweder hast du Vertrauen zu deinem Berater oder halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer Daichi Kamada berät. Ja, zumal das ja zwei sind. Das ist ein Deutscher und ein Japaner und der Deutsche sagt, na, bleib noch da. Und der Japanische sagt halt irgendwie, na, geh schnell, da, Kohle, 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 handeln, handeln, handeln. Ja, und da ist vielleicht auch eine Mentalitätsfrage. Genau. Ja. Die zweite Möglichkeit, die du natürlich hast, ist, du sagst, ey, der hat uns nur 1,5 Mio gekostet, du machst einen Scheißdreck, du gehst jetzt nirgends hin, du bleibst schön das eine Jahr noch hier und siehst zu, dass du das eine Jahr mit uns hier noch durchziehst. So motiviert man Spieler. Ja, dann hast du da sitzen und hast dann Spieler, der vielleicht dann keine Lust hat, weil er vielleicht, keine Ahnung, Handgeld gekriegt hätte ohne Ende. Das sind ja Sachen, die so nicht ins Gewicht fallen. Oder die du nicht wirklich erfährst. Auf jeden Fall, die Kamada-Causa, die geht mir so auf den Sack. Das nervt mich sowas von. Ja. Mann. Ja, und das nächste, was du auch nicht vergessen darfst, ist, dann hast du auch noch einen wieder trainierenden David Abraham, wo man jetzt auch nicht genau weiß, geht er jetzt im Winter, geht er nicht im Winter, Transferfenster ist jetzt doch länger wie gedacht, geht er vielleicht schon Ende Oktober. Ich dachte, steht fest, dass der im Winter geht. Nein, das ist schon ziemlich fix, dass das zumindest das letzte Jahr ist. Und da sind sehr viele Stimmen laut geworden mit die Chancen stehen auf Winter, weil eigentlich wollte er im Sommer schon weg. So. Ja. Das war auch ein Statement von der Eintracht. Auch da machen wir uns nichts vor. Ich meine, klar, er hat jetzt ein gewisses Alter, aber er ist immer noch eine tragende Säule dieser Mannschaft. Wenn er spielt, kannst du dich in der Regel auf ihn verlassen. Er hält die Abwehr zusammen. Er ist unser Mannschaftskapitän. Aber er ist auch ehrlich gesagt, ein Transfer, der sich echt bezahlt gemacht hat. Weil viel gekostet hat er damals auch nicht, als er gekommen ist. Und von daher, einen Ersatz für ihn zu finden, ich meine, vielleicht haben wir den Ersatz mit Tuta schon, ihn aber schon im Winter in das kalte Wasser zu schmeißen, sagen, du bist jetzt Ersatz für Abraham und musst genau das bringen, was Abraham kann, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Wird schwer. Vielleicht wird er uns auch eines Besseren belehren und ist vielleicht der bessere Abraham. Ich weiß es nicht. Aber im Moment sehe ich das als schwierig an. Ja, das ist... Das kann man so sagen.
Kann man das so sagen? Das kann man da so sagen. Ich hab's extra nicht gesagt. Ich sag's jetzt nicht, sonst heißt jeder ich bin der gehört, Penner. Wie du um diesen kann man da so sagen rumgeschwurbelt genau. bist, Alter. Lass mich auch mal schwurbeln. Schwurbeldi-Dubeldi-Du. Im Notfall stellst du die Brausetante in die Abwehr. Wen, dich? Nein, mich nicht. Achso. Bin ich die Brausetante. Naja, aber also, so wie du immer von ihm schwärmst, weiß ich nicht. Das ist ein ganz großer Freund der Familie. Achso. Ja, was wäre jetzt dann auch noch so ein bisschen in der Schwebe ist, ist ja Simon Fallett. Da hat Hütter ja gemeint, prinzipiell hätte er auch kein Problem damit, dass er da bleibt. Die Frage ist, kannst du den überhaupt einbauen? Also, will der jetzt weg? Will der nicht weg von sich aus? Also, das finde ich nämlich witzig. Auf der einen Seite haben sie ihn quasi mehr oder weniger aktiv ins Schaufenster gestellt mit, ja, da, wenn da irgendwas kommt, dann werden wir natürlich reden. Aber im gleichen Satz, ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, weil er gut hierher passt, dass er da bleibt. Naja, will ich ihn jetzt verkaufen? Will ich ihn nicht verkaufen? Was habe ich jetzt vor? In welcher Trainingsgruppe spielt er gerade? Man, das weiß man auch nicht. Ich muss ja zugeben, ich mag ihn ja immer noch. Ja, ich finde ihn immer noch geil. Er ist ein super Typ. Du kannst ihn ab und zu mal bringen. Du kannst ihn aber nicht ständig spielen lassen. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwas ausfällt oder sonst was, dann kannst du auch mal ein Fallett spielen lassen. Aber du, damit muss er dann auch leben, wenn er da bleibt, dass er nicht erste Wahl ist. Ja, sehe ich auch so, ja. Wenn er sagt, es ist für ihn okay, das passt für ihn, wenn er ab und zu mal spielen kann, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann ist es in Ordnung. Wenn der sagt, ich will unbedingt spielen, ja, dann muss er gehen. Das funktioniert halt nicht. Ja, das weiß ich nicht. Was weißt nicht? Ob der nicht auch irgendwie wie du musst ja, wenn du ihn hinten links reinstellst, dann könntest du zum Beispiel einen Dicker ein Stück nach vorne schieben im Notfall. Wenn du links reinstehst, dann haust du rechts wieder aus. Ausgeschmissen haben sie nicht. Ja, sprich. Bei mir sind leider die Untertitel ausgefallen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, bei euch nicht. Sonst müssten wir das irgendwie das nächste Mal dann nochmal aufdröseln. Ich wollte mal einen kurzen österreichischen einspielen. Oder macht das einfach so, wie der Profi hört. Schaut einfach zu, was wir sagen. Ja, aber meinst, wenn wir weil die Pressekonferenz gehört und gesehen haben. Ne? Gesehen. Genau. Aber wenn wir schon bei Österreich sind, Jovelic ist doch wieder ausgeliehen worden. Welche Überraschung. Er spielt jetzt beim WAC in Kärnten. Und da würde mich jetzt interessieren, wie das zum Beispiel der Frank sieht, dass er jetzt in der österreichischen Liga ist und nicht irgendwie in der zweiten Liga in Deutschland oder in einer belgischen, holländischen, tendenziell stärkeren Liga. Tja, Freunde, so ein Markt besteht immer aus Angebot und Nachfrage. Was ist denn, wenn aus diesen Ligen keiner angefragt hat? Was ist denn, wenn in diesen Ligen kein Interesse besteht? Der Junge aber spielen muss und Erfahrung und Spielpraxis sammeln muss, dann nimmst du zur Not das nächste Übel. Dann ist halt die österreichische Liga. Ich meine, da spielen ja nicht nur Graupen. Aber am Ende des Tages kommt es drauf an, dass er Spielpraxis bekommt. Die Belgier hatten ja jetzt theoretisch die Chance zu sagen, hey, dann schickt uns. Ja. Aber da ist er halt auch nicht richtig zum Zug gekommen. Die haben die Saison dann noch vorzeitig abgebrochen. Die haben aber auch nicht gesagt, hey, den hätten wir gerne nochmal, damit wir es nochmal ausprobieren können. Ja. Und dann kommt halt irgendwann die österreichische Liga. Man muss aber sagen, der Wolfsberger AC hat ja jetzt in der letzten Europa-League-Saison eine gute Saison gespielt. Haben die nicht AS Rom 4-0 zu Hause rausgehauen? Also Gladbach 4-0. Oder Gladbach, ja, ich weiß es nicht mehr genau. Man
bitte es mir zu verzeihen. Aber die spielen immerhin Europa League. Also so schlecht ist das jetzt nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen. Oder Gladbach, Hauptsache. Ja, Hauptsache Spanien. Hauptsache Kohle. Nee, aber warum nicht? Da kann er einen Schritt machen. Ich finde es auch schade, dass er bei uns keine Rolle spielt. Aber hey, wenn das so der Plan ist und er kann da Spielpraxis sammeln, ja, okay. Ja, was ich ganz wichtig finde, ist, dass die ihn ja auch unbedingt haben wollten. Ne? Und da sie ihn ja auch unbedingt haben wollten, gehe ich auch davon aus, dass er dort auch spielen wird. Und das ist genau das, was er braucht. Der Kerl muss einfach spielen, der Kerl muss zusehen, dass er an Härte zulegt, weil ich glaube, das ist das, was ihm fehlt, was Hütter irgendwie anprangert. Und wenn der da anfängt, da seine 10, 20 Buden in Österreich zu schießen, dann macht der auch einen Schritt nach vorne. Ob das jetzt Österreich-Lego-Liga ist oder nicht, ist scheiß drauf. Ich sag ja, wenn sie ihn haben wollen, dann fördern sie ihn auch. Ja, es gab ja auch ein paar Bilder von dem ersten öffentlichen Training, wo sie da irgendwie 125 Menschen irgendwelche Tickets verlost haben. Da gibt es halt auch ein Bild, da siehst du halt die ganzen Spieler und er schaut halt wirklich aus so wie so ein kleiner Bub. Ja, also siehst du halt, dem fehlt halt einfach noch auch das Körperliche. Ist es halt der Bub. Aber gut, du musst auch bedenken, wir haben 5 Millionen für den gelatzt, ihn jetzt einfach aufzugeben. Halt ihn jetzt einfach das aufzugeben. Das ist halt anders als bei Kamada. Ne? Das macht keinen Sinn. Deswegen musst du zusehen, dass er irgendwo spielt, dass es irgendwie dann doch funktioniert. Und so schlecht ist er ja nicht. Er hat ja durchaus die Anlagen, das Ganze hinzukriegen. Er muss halt nur zulegen. Ja, und ich glaube, in einer österreichischen Liga findet er auch viel schneller den Anschluss am Team, weil die halt eben nicht ganz so stark sind wie zum Beispiel die ersten 5 Plätze in der zweiten Bundesliga in Deutschland. Und da hast du halt auch einfach eine höhere Garantie, dass du einfach spielst, weil halt die Konkurrenz nicht übermäßig stark ist. Eben. Und dann schießt in 2, 3 Spielen hintereinander, keine Ahnung, 5 Tore oder sowas und dann bist du motiviert. Dann geht doch was weiter. Also, ich finde das schon ganz gut und auch die Meldung vom WAC auf Twitter ist auch von den Fans vom Wolfsberger AC gut angekommen. Die haben sich halt ziemlich drüber gefreut und das ziemlich abgefeiert. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass der da gleich ankommt und dann sagen es gleich, das ist endlich mal ein gescheiter Spieler, der da transferiert wird. Und wie der Präsident das schon wieder gemacht hat und so weiter und so fort. Also ist in den Medien ziemlich breit getreten worden, das Thema. Ja, ist das aber schön positiv. Aber dann ist es ja vielleicht auch richtig, dass er da einfach auch mal mental die Unterstützung bekommt. Weil ganz ehrlich, in Belgien war er unter ferner Liefen. Und wenn er dort vielleicht auch mal den Ansporn bekommt, über eine gewisse Visibilität im Zentrum zu stehen und zu sagen, hey, da kriege ich jetzt aber dreimal den Arsch hoch und gebe mal so richtig alles, dann klappt's vielleicht. Ist vielleicht genau der richtige Schritt, ihn nicht in eine Liga zu geben, die so stark ist, dass er wieder nur mitläuft. Weil ganz ehrlich, in der zweiten Liga wäre das so gewesen. Da wäre der untergegangen. In der belgischen im Zweifelsfall auch. In der österreichischen hat er eine Chance auf Profilierung. Und das ist doch das Entscheidende, worum es hier geht. Ja, genau. Ja, und das hat dann noch den Nebeneffekt, Sprache zu lernen. Weil dann. Wir reden jetzt von Österreichisch oder was? Da sind zu mir. Wenn er bald zu uns in den Podcast kommen kann, mit euch zwei Sülznasen, Puffy und dir, dann in einem Zungenschlag daher schwafeln. Ja, und dann, alles leerwand. Bin da Bayern. Was ist da los? Was läuft bei dir, Alter? Aber er kann es dann. Das Einzige, was er dann gelernt hat, ist Schiefuhren. Ja, aber nachdem er in Kärnten ist, kann er dann mit dem Hinti reden. Das Kräuterpaket, nicht das. Das Einzige, was er kann. Das ist Abseits, du Urschluch. Genau. Machen wir den Alaba, ja? Apropos Abseits. Der Wachler da drüben, der ist ein bisschen deppert. Ja, neue Abseitsregel, habt ihr das mitgekriegt?
Nee, was? Hast neue Abseitsregel? Soll bei U19 jetzt getestet werden? Es gibt eine neue Abseitsregel. Der Arsène Wenger hatte die vorgeschlagen. Aktuell ist die Regel ja, da habe ich irgendwann mal was gehört. Ein Körperteil näher zum Tor ist als der letzte Spieler. Also du hast einen Fuß, einen Zeh, einen Schulter, Kopf. Irgendwas ist Nose. Praktisch näher zum Tor als der letzte Spieler. Dann ist Abseits. Mit dem du Arsène den Ball berühren darfst. Genau. Arsène Wenger hat jetzt vorgeschlagen, es umzudrehen und zu sagen, solange noch ein Körperteil auf gleicher Höhe ist wie der letzte Abwehrspieler, ist es kein Abseits. Das heißt, ich starte zu laufen, habe meinen Fuß aber noch auf gleicher Höhe wie der Abseitsspieler, der verpennt loszulaufen, bin ich auf der sicheren Seite. Genau, damit hebelst du mehr Abseitsfalle aus. Garantierst du mehr Tore. Und du hast tatsächlich die Chance, das Spiel an Attraktivität zunehmen zu lassen, weil natürlich du dann einen Vorsprung hast, vielleicht schon 1-2 Meter beim Kaltstart, den der Abwehrspieler nicht mehr einholen kann, besonders wenn er Mats Hummels heißt zum Beispiel. Ja, oder Jerome Boateng. Boateng, der jetzt schon wieder Muskel hat. Och, der hat Muskel. Ja, der hat Muskel, ja. Sau. Kann er die neue Boa jetzt setzen und rausbringen oder so eine Brillenkollektion oder sich mal gescheit rasieren oder die andere Scheiße, wofür er Werbung macht. Also, keine Ahnung, seine Boa will er nicht sehen, das ist mir eigentlich egal. Aber wenn du halt so wie wir dann so einen Spieler hast wie Aachen, der jetzt bei dem Testspiel gegen Eindhoven in der einen Szene schon irgendwie scheiße schnell war. Ich weiß nicht, wer sich das alles angeschaut hat von euch. Ich habe nur. Ja, das wird auf jeden Fall spannender damit. Also, ich finde es gut, die wollen das jetzt bei den U19-Turnieren ausprobieren. Der ist da einmal losgerannt. Finde manche Sachen auch nicht schlecht, wenn sie einen weiterbringen und das Spiel dadurch wirklich attraktiver wird, warum nicht? Weil im Eishockey gibt es ja auch so Geschichten, wo man ab und zu mal eine Regel verändert, um das Spiel schneller zu machen oder einfacher. Ich finde das cool. Ich meine, ich komme noch aus einer Fußballzeit, da hast du im Torwart zurückpassen dürfen. Da gab es einen Vorstopper. Ja, ihr Jungen da draußen, ihr kennt das alles nicht. Man durfte den Ball in die Hand nehmen. Genau, und alles, was da so in die Richtung geht, wie der Frank das erklärt hat, ich finde das cool. Ich finde das super. Ja. Mal schauen, was bei der was? U19 WM? Frank? Also U19 Turnier irgendwas. Okay. Also WM, EM, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber zumindest wollen sie es erstmal bei den Jüngeren ausprobieren und dann schauen, wie es bewährt. Bei den Schnelleren und dann bei den Langsameren. Ja, zum Beispiel. Nicht schlecht, aber jetzt, okay, wir waren jetzt schon mal beim Testspiel gegen Eindhoven. Haben wir gewonnen? Ja, war richtig. Auch gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, viele haben sich drüber aufgeregt. Ich muss ehrlich zugeben, ich fand es gar nicht so übel. Es war ehrlich gesagt ein bisschen so wie Salzburg. Nach vorne hin in die Tiefe. In dem Fall haben wir zwei Tore gemacht. Das eine war ein Freistoß vom Hinti. Das andere war tatsächlich ein Zauberbass vom Zuber. Wie er den noch da rumgekriegt hat, ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir wahrscheinlich sämtliche Bänder im Fuß gerissen. Man merkt halt, das Grundgerüst steht so nach vorne in die Tiefe, die Pässe, die fehlen noch, aber wir sind ja noch ganz am Anfang, also bin mal gespannt. Jetzt am Wochenende steht, glaube ich, Ajax an, ne? Yes, Ajax, richtig. Ajax. Wenn wir mal gucken, ob da schon ein Schritt nach vorne zu sehen ist gegen Ajax. Aber ich war das Spiel zufrieden. Ajax hieß nicht so der Gaul aus Die unendliche Geschichte, der Morpheus Soft ist. Ist egal. Entschuldige. Ach, es tut mir leid. Wie konnte ich nur mit was Kulturellem kommen? Wie komme ich nur auf das schmale Brett? Alter, manchmal verstehe ich dich nicht, Frank. Wie kommst du da drauf, dass wir sowas wissen? Ich bitte dich, das ist hier der Säuferstammtisch, wir labern hier über Fußball und dann kommst du mir mit unendliche Geschichte. Weißt du, sagst du mir, wo du eine Frisur hast, wie Atreo, du langhaariger Bombeleger, weißt du? Das ist Atreo. Warte mal, ich gehe mal nochmal ans Regal hier und hol mir den Ende wieder raus und fang das nochmal an zu lesen, du. Ja, du liest wahrscheinlich aber eher Momo, weil es komisch klingt. Aber das Spiel gegen Ajax. Ja. Das Spiel gegen Ajax kannst du dir halt auch anschauen
Und zwar auf Eintracht TV, auf Fatzebocke, auf Deine Röhre und auf Sport 1. Anstoß ist um 19 Uhr. Wird, also ich meine, Eindhoven kam ja dann auch auf YouTube. Also wird das dann wahrscheinlich auch auf YouTube laufen, oder? Sagte ich doch, Deine Röhre. Deine Röhre, ach, deine Röhre, deine Röhre, aber nicht hab ich haben. Ja, Entschuldigung, ja. Ach, Entschuldigung, hab ich überhört, ich bin bei Facebook hängen geblieben. Alternativ, wenn du einen Fernseher besitzt mit Sport 1, kannst du dir das auch da anschauen. Ach, guck. Ja, aber die Kommentatoren sind halt scheiße. Ja, das ist halt... Was? Das ist halt Samstag, besser. 29. August, 19 Uhr. Ab 18.55 Uhr wird übertragen. Kann ich nicht gucken, ich habe Kulturkarten an dem Samstag. Oh, Kulturkarten. Kultiviert er denn? Wir gehen zum Kikeriki-Theater. Oh, das kenne ich. Da habe ich von gehört. Das soll geil sein. Hessische Mundart und so. Sensationell gut. Sensationell gut. Wir gucken den Faust. Auch unbedingt meinen. Den Faust. Der Faust habe ich schon gesehen. Das ist ein sensationelles Stück. Die sind halt immer total lustig. Kannst machen, was du willst. Und das ist in Dexheim auf der anderen Seite vom Rhein. Also schon Trippe in Rheinland-Pfalz. Auf jeden Fall nennt sich das Kultur auf dem Hof. Das ist so ein Weingut in Dexheim. Und da ist jedes Jahr Konzerte. Susi Quattro war schon da und wenn nicht alles. Und die haben jedes Jahr Ende August geht's Kikeriki-Theater auf Tour und kommt da hin. Wir haben es jetzt schon dreimal, haben wir schon geguckt. Und dieses Jahr machen sie es jetzt halt so, dass sie es nicht im Hof machen, sondern draußen auf einer riesen Wiese, die davor ist, die sonst als Parkplatz dient, damit sie halt über Biergarnituren eben pro Familie maximal eine so viel Abstand schaffen können, dass es hygienetechnisch gut ist. Und das finde ich super. Und da werden wir mal hingehen. Ah, dann musst du dir das halt real life anschauen. Ich schicke dir WhatsApp. Oh ja. Und am besten halt empfiehlst du mir auch gleich einen guten Scheidungsanwalt. Oh oh. Okay. Ich höre mich um. Na, dann lasse ich das mit der WhatsApp. Das ist eine gute Idee. Alternativ kann man sich dann am 5. September die Mensa geben. Das wird dann auf bilde ich mir ein Eintracht TV und Sky Sport News oder sowas übertragen. Mal gucken, aber da ist ja noch Zeit. Jetzt gucken wir erst einmal Ajax. Erstmal Ajax gucken und schauen, ob Ajax geknackt werden kann. Und dann sehen wir mal weiter, über was wir uns nächste Woche sonst noch alles beschweren. Ja, so viel mehr ist eigentlich fast gar nicht mehr passiert, oder? Nee. Ziemlich ruhig. Falls sich jetzt wer fragt, warum wir die Frauen irgendwie nicht haben, die haben irgendwie auch nicht so viel außer Videos gezeigt. Gab ein paar Testspiele, die sie gewonnen haben und that's it. Danke. Ja. Bitte? Dann fahren wir halt mal Richtung Ausgang. Der Mule hat eine Empfehlung reingeschrieben. Oh ja, eine Stunde fünf, Jungs. Wir können auch kurz. Ja. Einmal kein Viagra und das funktioniert nicht mehr. Ich spreche für Mule. Na, dann erzähl mal, Mulinger. Klar, ich habe nämlich heute mal keine Empfehlung. Ich hab auf Amazon Prime Video beziehungsweise auf Sky habe ich mir diese HBO-Serie, diese Kurzserie über Chernobyl reingezogen. Doch schon. Ja, ich bin ein bisschen spät dran und möchte es aber... Ich hab's noch gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Also, doch schon, weißt du, kommt zu der Vorbild. Nein, doch hab ich nicht. Ist schon uralt, weißt du, ich hab's schon vor 3 Jahren geguckt, jetzt kommst du mit Chernobyl. Nein, ich kenne also, ihn war nicht. Das war die letzte Sendung auf meinem Schwarz-Weiß-Fernseher, aber gut, dass du mir ich das jetzt hast. Du warst da dabei, Mille. 57, genau. Passiert ist es in den 80ern, aber... ist egal. 86 ist es passiert. Ich war tatsächlich auch als Kind anwesend bei der ganzen Geschichte, hab's aber gar nicht gesehen. In Tschernobyl! Vor Ort! Ach du blöder Arsch, erklärt dir alles! Danke, Frank! Kannst du mal kurz den Dummbeutel da drüben in Darmstadt ausschalten? Danke. Ja, aber wo nein, sitzt du noch, Darmstädter hier? Ich hab gerade ein Darmstädter hier. Na? Darf ich? Also was ist denn mit der Serie? Worum geht's denn überhaupt? Also, es spielt nach 86.
Oder spielt es während der Katastrophe? Wenn der Frank mal seinen Mund halten würde und nicht mal meine oder könnte meine Empfehlung. Ist doch ein bisschen Pre-Story, also was davor passiert ist, oder? Es fängt tatsächlich. Ich frage für einen Freund. Ja, frag mal. Nein, es fängt tatsächlich mit dem Tag des Unglücks an in Chernobyl. Ich weiß das noch als Kind. Wir durften damals, hieß es, und das Gemüse nicht essen, das Gemüse und nicht raus keine und so weiter und so Schwammerl. Fort. Keine Schwammerl. Es startet tatsächlich, die Serie startet mit dem Tag des Unglücks kurz davor. Und es lässt einen relativ verstört zurück, wenn man überlegt, was die Russen versucht haben, da am Anfang noch zu vertuschen und zu machen und das Ganze nach harmlos rauszustellen, bis irgendwann die ganze Welt gemerkt hat, huch, weltweit geht die Radioaktivität nach oben und sie dann tatsächlich nicht mehr aus der Geschichte rauskamen. Sehr interessant, sehr spannend und hat mich tatsächlich teilweise sehr verstört zurückgelassen. Kann ich nur empfehlen, guckt es euch an. Ist gut. Ich kann mich noch erinnern, wir durften damals, haben sie uns die Tennisspiele am Wochenende abgesagt, aus Angst, dass da irgendwas unterwegs sein könnte. Und meine Frau erzählt die Story immer, in der DDR ist die Wolke ja, da ist die ja drumherum geflogen, ne? Ist klar. In der DDR haben sie steif und fest behauptet, das wäre kein Problem und die Wolke geht drumherum. Die ist nicht über die DDR gezogen. Nein, nein, nein. Auch auf keinen Bayern. Fall. Nein, nein, nein. Das ist so krass, wenn du siehst, wie die Dilettanten in der UdSSR, also wirklich Leute, Entscheidungen getroffen haben, die von der gesamten Materie überhaupt keine Ahnung haben und wirklich Leute dahingeschickt und wissend geopfert haben, um das Ganze erstmal geheim zu halten. Das ist krass. Naja. Ja. Guckt es euch an. Gut. Ist spannend, ist gut, ist sehr verstörend. Ja, und gibt ja diverse gute Dokumentationen darüber, dass die wirklich irgendwelche Stoßtrupps da reingeschickt haben und manche von denen sind gar nicht mehr rausgekommen und manche nicht lange. Ja. Das war, ne, also man sagt ja den Russen im Krieg und auch überhaupt nicht so eine hohe Wertschätzung des Menschenlebens nach. Und ich glaube, das ist das allerbeste Beispiel. Ja, es ging nur darum, dieses Land, diesen Staat als unfehlbar weiter gelten zu lassen, als fehlerfrei und so weiter und so fort, als die Besten und besser als der Rest der Welt. Scheißegal, wie viel dabei draufgegangen ist. Ich glaube, bis heute ist es so, dass die Russen sagen, dabei sind 31 Menschen ums Leben gekommen. Was, so viele? Ja. Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Schätzungen sind zwischen 4.000 und 93.000, keiner weiß es genau. Ist ja auch nur ein kleiner Scope, also kleiner, ist ja nicht. Ne? Ja. Ja, knallen wir in die Shownotes unten rein. Weil du gesagt hast, HBO, meine Empfehlung ist auch von HBO. Und zwar ist es ein bisschen älter, da bin ich durch Zufall drauf gekommen. Und zwar heißt das ganze Ding Tour the Pharmacy. Das ist quasi eine Mockumentary, wie das ja so im Neudeutsch heißt, also eine verarschende Dokumentation über die Tour de France mit einem relativ guten Line-Up dafür, dass das Ding nur gut 40 Minuten geht, mit Jeff Goldblum, Danny Glover, Dolph Lundgren, Lance Armstrong, der eine ziemlich witzige Geschichte hat, ist dabei, Kevin Bacon ist dabei, John Cena, der einen Radprofi spielt auf einem Rad aus den 80er Jahren, wo du denkst, okay, der sitzt da drauf, wo ist das Fahrrad? Und da geht es halt um das Thema Doping und das wird halt alles ziemlich ins Lächerliche gezogen. Also darüber jetzt ganz viel zu erzählen ist schlecht, weil dann du spoilerst eigentlich die ganze Zeit nur. Das Problem ist, dass man das relativ schwierig findet. Also ich habe es gefunden bei Amazon UK. Das Ganze gibt es auch nur in Englisch. Alter, müsst ihr eine Zeit haben. Das ist ja unfassbar. Das Ding dauert 40 Minuten. Das habe ich mir bei der Zugfahrt angeschaut, du Vogel. Und vier Tage lang hast du es gesucht, ne? Nein. Wir haben einfach was Anständiges gelernt im Gegensatz zu dir. Wir haben schon. Freizeit. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
ja, wie gesagt, Tour de Pharmacy, ziemlich, ziemlich lustig. 177 Leute starten und am Schluss kommen nur zwei Leute an, weil der Rest entweder an Doping stirbt, einfach keine Lust hat oder einfach hops genommen wird bei einer Razzia, wo sie gleich mal 170 Leute wegen Doping überführen. Spoiler. Ja, das ist nicht der Spoiler, das ist nun mal die Grundgeschichte, aber guck doch ziemlich viele lustige Sachen. 177 fahren los und zwei kommen an. Jetzt wisst ihr alles, danke, bitte, tschüss. Nein, das ist ja nicht die Geschichte, du Vollvogel. Was stimmt denn mit dir eigentlich nicht? So, ich crash jetzt mal kurz deine Empfehlung, weil ich noch nichts gecrasht habe. Gehen sie trotz Mockumentary auch irgendwie auf die Lance Armstrong-Geschichte und Jan Ulrich und so ein? Also Lance Armstrong ist quasi so, ist quasi der Whistleblower, der am Anfang. Mockumentary. Genau, der ist Whistleblower und am Anfang siehst du halt, dass er komplett schwarz ist, dann macht halt irgendeiner die Jalousien auf, wo du dann siehst, wer es ist, wo er sagt, na hoffentlich sieht mich keiner, na, am Monitor bist du eh noch schwarz. Ah, okay. Und dann dreht irgendwie das Licht auf, so, oh, Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass ihr hier seid, die Tür wieder zu und jedes Mal, ja, ich kann mir das nicht erlauben, dass ich im Fernsehen über Doping rede. Und lauter solche Sachen sind dabei. Am Schluss sitzt er mit einem Pelzmantel und einem Cowboyhut und voll beleuchtet da, weil sie mir erzählen, wenn du das anziehst, dann erkennen dich die Leute nicht. Und das, sowas zieht sich halt da durch den ganzen Film durch. Also wirklich, das Ganze ein bisschen ins Lustige ziehen. Und Lance Armstrong hat sich halt wirklich hingesetzt und wirklich da geredet und da haben sie jetzt keine alten Texte irgendwie rausgenommen, sondern der hat den ganzen Spaß einfach mitgemacht. Ja, knall ich unten rein, wen es interessiert, schaut unten drauf, wen es nicht interessiert, schaut es halt nicht an. Auch gut. Ja. So einfach ist es. Puffy guckt nicht. Ja, der Puffy, der soll seine Einlagen in Einlagenschuhe da irgendwie, was weiß ich. Keine Ahnung. Reden wir jetzt von so Einlagen frei nach dem Motto, in diesen Schuhen sind sie 3 cm größer? Oder? Hör auf, weiter zu reden. Du weißt schon, welche Einlagen du meinst. Gegen Fußpilz. Achso, eine kurze Empfehlung habe ich noch, kann es trotzdem schon mal laufen lassen. Ja, danke. Heute kam tatsächlich meine Maske an von Hands of God. Hat man das schon mal gehört? Charlie 2. Es gibt jetzt die Charlie-Maske, so sieht's aus. Unser Pokalheld und auf der anderen Seite Tony Yeboah bei seinem Tänzchen mit Khan. Sehr schön, hat mich sehr gefreut. Gibt's im Eintracht-Shop, also die Eintracht hat mit Hands of God eine Collaboration gestartet. Meinst du nicht Okocha? Regular, ich glaub, Okocha. Richtig, Okocha, ja. Im Eintracht-Shop ganz normal zu erwerben. Dann da knallen wir das natürlich unten auch noch hinein. Na klar, der Toni ist auf der anderen Seite. Ja, gut. Dann war das also relativ... JJ, ich merke doch gar nichts. Der Augustine. Ja, war das noch ziemlich... knackige, kurze Folge. Der Mule ist schon eingeschlafen, keine Ahnung. Ich bin noch da. Ja, und wir Bims auch. Und zwar, wir bimsen auf Facebook, Instagram, Twitter rum, @AdlerPodcast. Auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen, auch mit @AdlerPodcast. Sind wir dort zu finden. Wer uns auf Twitter folgen möchte, und zwar nicht dem Podcast, sondern uns Blödrednern, da gibt es den Markus als @Mulemeister, den Markus @75 Puffy, jetzt seid ihr verwirrt, den Frank @SG_Papa und ja, dann gibt es irgendwie noch mich, der da irgendwie blöd redet, @JoeToGo_. Oh, in Harmonie. Und so romantisch. Ach Gott. Erotisch. Wenn ihr mehr Erotik wollt, dann hört uns auch nächste Woche zu.
wahrscheinlich wieder Mittwoch, wenn nichts dazwischen kommt, zeitmäßig. Mal schauen. Und ansonsten können wir nur sagen, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Tschüss. Tschö. Tschüss. Gude. Puffy Hals. Mal.